Diese Nacht war wieder schlimm. Ich hatte wieder eine Schlafparalyse. Ich konnte nicht schreien. Es ist einfach nicht möglich. Mein Körper lässt sich nicht bewegen. Jede Bewegung scheint so, als ob sie nur aus dem Körper tritt. Aber ich selbst bleibe liegen. Der Raum fühlt sich so an, als wäre er von elektrischen Wellen durchzogen. Die Wissenschaft hat eine Erklärung für das Phänomen. Bei der Schlafparalyse ist die Skelettmuskulatur während des Schlafs in der REM-Phase gelähmt. Ein Schutz, der dazu dienen soll, dass geträumte Bewegungen nicht tatsächlich ausgeführt werden. Davon ausgenommen ist nur die Augenmuskulatur. Das bedeutet, ich sehe einfach alles in dem Raum. Und dabei treten verschiedene Halluzinationen auf. Diese Nacht wurde ich an den Füßen gepackt und aus dem Bett gezogen. Diese Gestalt hat sich dann auf mich draufgeschmissen und runtergedrückt. Als ich es geschafft habe, aufzustehen, hat der ganze Raum sich gedreht. Viele glauben nicht an die Wissenschaft und sagen, es sei anders zu erklären. Wer ist denn immer diese Gestalt, die mich nachts besucht? Was denkt ihr? Es macht mir Angst. Ich bin immer schweißgebadet danach. Aber ich bin froh, meine Freunde zu haben, die ich immer anrufen kann.